Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Ich bin Wolf Fuß und ich darf dieses heutige Spiel zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. Alle freuen sich auf diese Partie. Die Atmosphäre hier ist jetzt schon sensationell. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Gibt Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Und jetzt ist der Ball geklärt. Sie können es machen. Locker vom Torhüter. Der Ball war harmlos. Zagani. Könnte was werden. Das ist Luis Alberto. Immobile. Damit lässt er sich nicht überwinden. Da kommt die Ecke. Immobile macht Tor Nummer 1 in diesem Spiel. Das wird ihn noch mal zusätzlich beflügeln. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ball kommt. Könnte der Ausgleich werden. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Guendouzi. Das ist Immobile. Zagani. Jetzt geht er nach innen. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Luis Alberto. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Da kommt der Pass. Da schickt er den Mitspieler. Ein fantastischer Treffer. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Luis Alberto. Am Ball Felipe Anderson. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Nee, das lässt er nicht durchgehen, es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Da ist der Schuss. Gehalten. Wir hören es. Die Fans hoffen auf den Ausgleich. Mattia Zagani. Eine Riesenchance. Guter Befreiungsschlag hier. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Der Unparteiische pfeift zur Halbzeit.
schwache Partie bislang von Felipe Anderson. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Guter Vorstoß. Gefährlich. Er trifft und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. Drei-eins heißt es also jetzt. Guendouzi. Viel Platz jetzt auf außen. Marušić. Wartet erstmal ab, vielleicht kann jetzt was entstehen. Chance zum Konter. Sie bauen diesen Angriff gut auf. Gefährlich jetzt. Nächstes Tor und jetzt beträgt die Führung schon 3 Tore. Vier eins jetzt also. Patrick. Guendouzi. Ballbesitz Luis Alberto. Weg ist der Ball. Mattia Zagani. Matteo Guendouzi. Vielleicht die Chance jetzt. Der ahnt diese Szenen. Der macht wieder das Tor. Nummer 2. Neuer Spielstand 4:2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Gute Balleroberung hier. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Immobile. Zurück auf Immobile. Felipe Anderson. Vielleicht der Anschlusstreffer. Kein Problem, ganz sicher. Klasse gehalten, er hat den Ball. Ball ist bei Nicolò Rovella. Das ist Luis Alberto. Die Chance jetzt. Geht hier noch was? Es schien aussichtslos, aber jetzt sind sie bis auf ein Tor dran. Was für eine Schlussphase. Eine enge Kiste und das, obwohl wir schon 7 Treffer gesehen haben. Wer weiß, was noch alles passiert. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Da ist er jetzt durch. Tor! Sie bauen die Führung kurz vor dem Ende der Partie auf 2 Tore aus. Und den Spielstand möchte ich nochmal betonen. Es steht, das war's für heute. Die Gäste holen sich hier den Sieg. Es ist also ein Sieg geworden mit 2 Toren Vorsprung. Schon ziemlich deutlich. Ich glaube, da ist die Freude groß. Schönes Spiel auf jeden Fall von Ciro Immobile. Wie hast du ihn gesehen? Also seine Leistung war heute überragend. Hat mir richtig gut gefallen. Aber beim Blick auf das Ergebnis,
Ja, das ist schon ernüchternd. Eine Niederlage. Er konnte die Kollegen nicht entscheidend mitreißen.